In dem folgenden Video verraten wir euch, wie oft ihr wichtige Gegenstände eures Haushaltes benutzen könnt, bis sie an Verschleiß zugrunde gehen. Es handelt sich dabei um Richtwerte. Es kann sein, dass euer Opa eine Kaffeemaschine hat, die seit 1956 ihren Dienst tut. Wir richten uns trotzdem nach dem Durchschnitt. Kaffeemaschine über 8 Jahre, ca. 3500 Mal Kaffee aufbrühen. Eine richtig gute Kaffeemaschine hält schon mal 8 Jahre und länger. Wer pfleglich mit ihr umgeht und sie regelmäßig entkalkt, hat lange Freude daran. Es soll sogar Leute geben, die behaupten, dass der Kaffee aus einer alten Maschine einen besseren Charakter habe. Das können wir aber nicht unbedingt bestätigen. Was aber klar ist, je weniger Schnickschnack eine Maschine hat, umso länger hält sie auch durch. Die italienischen Bialetti-Kaffeekannen zum Beispiel funktionieren einfach nur durch aufsteigendes kochendes Wasser, ohne jede weitere Technik, und sie werden von Generation zu Generation weitervererbt. Waschmaschine, 15 Jahre, ca. 2000 Waschgänge. Wer ein bisschen Glück hat und sich eine gute Maschine kauft, kann bis zu 15 Jahre Freude an seiner Waschmaschine haben. Meistens ist es dann irgendwann der Motor, der den Geist aufgibt. Eine weitere Problemzone ist der Wasserkreislauf. Vielen fällt auf, dass ihre Wäsche nach einigen Jahren anfängt, muffig zu riechen und sehen keine Möglichkeit, als die Maschine auszutauschen. Wer schon mal eine Waschmaschine mehrere Stockwerke getragen hat, weiß, wie nervtötend das sein kann und kann nur hoffen, dass die Maschine noch lange durchhält. Kühlschrank, 10 Jahre. Alte Modelle halten häufig deutlich länger als 10 Jahre. Sie sind für den Dauerbetrieb konzipiert und wirken unverwüstlich. Sie haben allerdings einen entscheidenden Haken. Sie schlucken häufig sehr viel Energie. In den letzten 10 Jahren wurden große Fortschritte in der Effizienz dieser Geräte gemacht und die Anschaffung eines sparsamen Modells kann sich oft schon nach wenigen Jahren allein durch die Stromrechnung rentieren. Geschirrspüler, 10 Jahre, über 1000 Spülvorgänge. Ach, Geschirrspüler, wer einmal einen hatte, wird kaum noch auf ihn verzichten wollen. Sie schaffen so viel Frieden in WGs und Ehen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass sie noch nicht für den Nobelpreis vorgeschlagen wurden. Klar, manchmal fangen sie an zu müffeln, aber wirklich Sorgen bereiten sie uns in der Regel erst, wenn sie dann doch irgendwann kaputt gehen. Gute Geschirrspüler halten dabei bis zu 10 Jahre und schaffen locker über 1000 Spülvorgänge. Fernseher, 5 bis 10 Jahre, ca. 40.000 Stunden. Ein neuwertiger Plasmafernseher kostet eine ganz schöne Stange Geld. Dafür sollte er aber auch eine ganze Weile halten. An die 10 Jahre versprechen manche Hersteller. Es ist unglaublich, was für Qualitätssprünge in Sachen Fernsehen in den letzten 10 Jahren gemacht wurden. Geräte, die damals noch eine gute Stange Geld kosteten, sind heute quasi Oldtimer. Man kann also auch ganz locker alle 5 bis 10 Jahre mal in ein neues Modell investieren und mit der Zeit gehen. Bon. Unendlich, so lange, bis du endlich einen Job hast. Die Bong ist das wichtigste Utensil einer jeden Kifferjugend. Wer sie täglich benutzt, neigt dazu, Termine zu vergessen, Jobs, Beziehungen und die Schule zu verkacken und wenig in seinem Leben auf die Reihe zu kriegen. Da sich eine Bong nicht abnutzt, sondern nur dreckig wird, ist sie meistens erst dann kaputt, wenn der Kiffer sich entschließt, sein Leben zu ändern und sie kaputt haut. Das ist in der Regel spätestens mit Ende 20 der Fall. Es soll aber auch Leute geben, die den Kiffer-Lifestyle länger durchziehen. Scherz beiseite. Wasserkocher. 3 bis 5 Jahre, ca. 1800 Kochvorgänge. Ja, auch beim Wasserkocher kommt es sehr darauf an, wie kalkhaltig das Wasser in eurer Region so ist. In der Regel ist aber nach 3 bis 5 Jahren endgültig Schluss und da Wasserkocher günstig in der Anschaffung sind und man sie, im Gegensatz zu Waschmaschinen, nicht mühsam die Treppe hochschleppen muss, trauern die meisten Benutzer ihren alten Wasserkochern nicht so groß nach. Mikrowelle bis zu 8000 Erwärmungen. Es gibt Leute, die haben ihre Mikrowelle noch aus den 80er Jahren. Diese haben dann natürlich deutlich weniger Watt an Leistung als moderne Geräte, aber da die Mikrowelle ein echter Dauerbrenner ist, kann sie einige Jahrzehnte halten. Moderne Mikrowellen sind wahre Hightech-Wunder und somit auch anfälliger für Störungen und Probleme. Immer wieder wird diskutiert, ob die Strahlung für das Essen schädlich sei. Die Wissenschaft ist sich allerdings sicher, dass von Mikrowellenessen, außer für die Geschmacksnerven, überhaupt keine Gefahr ausgeht, egal wie alt das Gerät ist. Elektroherd, bis zu 15.000 warme Speisen. Alte Elektroherde sind die Panzer unter den Küchengeräten. Unverwüstlich halten sie Jahr für Jahr, was sie versprechen, und bereiten uns leckeres Essen zu. Vielleicht habt ihr auch eine Oma, die ihr Essen seit den 70er Jahren auf dem gleichen Herd zubereitet, der außerdem immer noch so aussieht, als sei er gerade erst gestern aufgestellt worden. Dass die alten Geräte länger durchhalten, hat den ganz einfachen Grund, dass in ihnen einfach viel weniger Technik steckt, die potenziell kaputt gehen kann.
Vibrator, ca. 400 bis 700 Orgasmen. Wenn Frau sich einen Vibrator kauft, will sie keinen, der gut oder sehr gut ist. Befriedigend muss er sein. Natürlich gibt es auch bei Spielzeugen gewaltige Qualitäts- und Größenunterschiede. Da das Ding nun mal vibriert, ist es anfällig für Wackelkontakte und muss gut verdrahtet sein, damit es nicht schon nach einem halben Jahr kaputt ist. Wer keine Lust auf diesen technischen Kram hat, ist mit einem Dildo wahrscheinlich deutlich besser dran oder besorgt sich gleich einen Penis. Die können zwar auch ihre Probleme machen, sind aber für die meisten dann dafür nicht anfällig für Wackelkontakte. Gummipuppe, 30 bis 50 Mal Gummisex. Da wir von Faktastisch sehr für Gleichberechtigung sind, gibt es nun auch das Masturbationstool für den Herrn. Die gute alte Gummipuppe von Modell Billig geht meistens schon nach 30 bis 50 Candlelight-Dinnern kaputt. Es gibt allerdings schon richtig aufwendig hergestellte Modelle, die echten Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen und die auch deutlich mehr kosten. Mit diesen kann man allerdings eine Langzeitbeziehung eingehen, denn sie sind quasi unkaputtbar. Jetzt seid ihr an der Reihe. Welcher Gegenstand aus dem Haushalt hält bei euch schon ewig? Verratet es uns in den Comments.